Aufgabe erfüllt. Die Flucht. Wir sind Level 2. Juhu. Was setzen wir denn hoch? Wie viele Punkte haben wir denn? 16 Fertigkeitspunkte. Cool. Dann gehen wir mal ein bisschen auf... kleine Waffen ist, glaube ich, super. Vielleicht ein bisschen Wissenschaft. Medizin ist nicht verkehrt, auf jeden Fall. Ein bisschen reparieren. Dietrich kann auch nicht verkehrt sein. Große Waffen, Energiewaffen brauchen wir erstmal nicht. Genauso wie Sprengstoff und vielleicht ein bisschen Feilschen noch hochsetzen. So. Juhu. Willkommen auf Level 2. Dieb. Mit jedem weiteren Rang des Extras Dieb erhalten Sie sofort einen Bonus von 5 Punkten auf die Fertigkeit Schleichen und Dietrich. Heller Kopf. Mit jedem Rang des Extras Heller Kopf werden beim Gewinnen von Erfahrungspunkten weitere 10% zu Ihren gesamten Erfahrungspunkten hinzuaddiert. Aha, aha. Intensives Training können Sie benötigen, Ihre Special-Attribute einen einzelnen Punkt hinzufügen. Lady Killer, im Kampf fügen Sie weiblichen Gegnern 10%. Nee, das auf keinen Fall. Jahrelang über League MVP der Vault haben ihre Fähigkeiten im Treffen Werfen Perfektion gebracht mit jedem Rang. Sie verfolgte Fertigkeit Nahkampf und Sprengstoff. Vatersöhnchen. Sie haben genau wie ihr lieber alter Vater ihre Zeit mit intellektuellen Dingen gewidmet. Sie erhalten weitere 5 Punkte für die Fähigkeiten Wissenschaft und Medizin. Und Waffenfreak. Wenn Sie eine Feuerwaffe benutzen, eine Pflege. Waffen reparieren, kleine Waffen. Ich finde eigentlich intensives Training nicht schlecht. Lass uns das mal machen. Oh, wir können noch einen Punkt zuweisen. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz. Lass uns Ausdauer noch nehmen. Dann haben wir das auch auf 6. So. Aufgabe hinzugefügt. Der Tritt in seine Fußstapfen. Und hier befinden wir uns nun also im Ödland von Fallout 3. Und ich heiße euch nochmal ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play hier auf YouTube. Ich habe mich bewusst für Fallout 3 entschieden, weil wir mit Assassin's Creed 3 im Moment nur ein einziges Singleplayer-Projekt haben. Und ich wollte mich mal wieder an was Großes ranmachen, was Großes widmen. Und da habe ich mir gedacht, Fallout 3 wäre doch eigentlich mal prädestiniert, weil ich das auch unbedingt mal zocken wollte im Let's Play. Einfach, weil ich auf solche Apokalypse-Dinger stehe. Das finde ich einfach super geil. Ne, auch The Walking Dead und sowas, da bin ich ein Riesenfan von. Und deshalb spielen wir jetzt hier zusammen Fallout 3. Erstmal für 10 Folgen, erstmal gucken, wie es bei euch ankommt. Aber ich hoffe doch, dass es euch gefällt und es erscheint, wie auch Assassin's Creed 3 und fast alle anderen Projekte, im 2-Tage-Rhythmus. So. Okay. Das zu den formellen Dingen. Und jetzt, wo laufen wir als erstes hin? Wo läuft man in so einer Apokalypse das erste Mal hin? Wir laufen mal hier runter, geradeaus. Und ich muss gerade mal in den Optionen gucken, wie man schnell speichert. Warte mal. Optionen, Steuerung, Tastenbelegung. Schnellspeichern ist F5. Das müsste eigentlich hinhauen. Jo, F5 passt. Ich liebe Schnellspeicherung. Habe ich das schon mal gesagt? Okay, wo sind wir hier? Was gibt es hier? Ich wähle mal gerade die Pistole aus. So, hier mein Briefkasten, Jet, Splittergranaten. Ach was, krass. Was bist du? Okay, das ist scheinbar nur ein... Ist das ein Erkundungsroboter oder dergleichen? Wir sind hier in Springvale. Alles klar. Alles klar. Okay, wir können uns hier mal ein bisschen in den Häusern vielleicht umgucken. Was haben wir hier? Ein Briefkasten, der ist aber leer. Wir müssen natürlich auch immer die Gefahren im Auge behalten. Hier gibt es... an jeder Ecke Gefahren, die auf uns lauern. Wir sind hier in einer apokalyptischen, abgefuckten Welt. Selbst in der Vault war es am Ende nicht mehr sicher. Schauen wir hier drüben nochmal gerade. Was sich hier noch so verbirgt. Ich habe was gehört. Okay. Hier ist eine Kiste. Eine Cherry Bomb und Pfeile. Und da ist dieser Roboter, dieser Kuriose. Ich weiß nicht, was der im Schilde führt. Wir schauen uns das gleich mal an. Wir gucken nochmal vorher hier ins Haus, was sich hier noch so befindet. Ich weiß nicht, ob wir diesem Roboter trauen sollen. Glory.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Okay, wir gehen mal näher an den Roboter ran. Der macht schöne Musik. Das ist ein... Was ist das? Ein Augenbot der Enklave. Okay. Macht coole Mucke. Oh fuck, was kommt da? Alter, lass uns mal ein bisschen in Deckung gehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Uah, was kommt da? Was kommt da? Hallo? Koffer. Nichts drin? Nichts drin. Okay. Was kommen da für Typen? Ach du Scheiße. Hoffentlich sind die uns freundlich gesinnt. Oh fuck. Okay, die scheinen uns nichts zu tun. Vielleicht sollten wir mal hingehen, ohne gezückte Waffe. Vielleicht einfach mal quatschen. Hallo. Karawane. Dann wird alles gut. Okay, okay, okay. So, da haben wir einen Brahmin. Und hier haben wir Crow. Willkommen. Mein Name ist Crow. Ich reise durch das Land und verkaufe Schutzkleidung. Und Sie haben Glück, dass ich Sie rechtzeitig gefunden habe. Sie sehen wie jemand aus, der gejagt wird. Aber ich darf mit Stolz sagen, dass meine Ware sie sogar vor den Klauen des Todes persönlich schützen kann. Wo ist deine Panda-Maske, lieber Crow? Ich würde gerne etwas über die Handelskarawane hören. Ich bin hier, weil ich kaufen will. Können Sie mir etwas reparieren? Oder ich muss jetzt gehen. Vielleicht mal über die Handelskarawane was hören. In meiner Karawane verkaufe ich Kleidungs- und Rüstungsteile, die den Körper schmücken und gegen die Gefahren einer brutalen Welt schützen. Meine Reisen führen mich von Canterbury Commons an Orte, die Schutz brauchen. Schließlich wird dort am besten bezahlt. Oh, das Lied. From space and sky. Das ist America the Beautiful. Na, 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 na. Okay, ich bin hier, weil ich etwas kaufen will. Können wir eigentlich mal machen. Was hat er denn? Vielleicht gefällt mir etwas. Ja, vielleicht gefällt mir etwas. Vielleicht möchte ich aber auch was verkaufen, mein lieber Freund. Wie viel Geld hat er denn? 98 Kronkorken, wir haben 0. Ja, wir sind arme Schlucker. Wir könnten aber zum Beispiel diese Vault-Klamotten hier verkaufen. Einen von diesen Sicherheitshelmen. Nochmal 43 Luftgewehrmunition, Med-X-Pfeile. Die Polizeiknüppel hier, guck mal. Da brauchen wir eh nur einen von. Das ist Red-Kakerlackenfleisch. Ich weiß nicht, da brauchen wir auch nicht so viele von, glaube ich. 97, ein bisschen was hat er noch. Spielzeugauto. Okay, Vault Overall. Oh, da spricht jemand. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Gute. Diese Leute kümmert Amerika nicht. Sie interessieren sich nur dafür, sich selbst die Taschen zu füllen. Wir müssen mit diesen Hetzern abrechnen. Und dann sind da die Raiders. Diese anarchistischen Schläger durchstreifen die Wüste und stehlen und ermorden alles, was ihnen über den Weg läuft. Und dann diese stählernde Bruderschaft. Lassen Sie sich nicht von Ihrem pseudo-ritterlichen Unsinn oder den Verbindungen zur Armee zum Narren halten. Diese gepanzerten Pfadfinder sind lediglich gemeine Kriminelle mit Zugang zu antiquierter Technologie. Kriminelle, die die Verwegenheit hatten, das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes, als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben, gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls? Den furchteinflößend verstrahlten Ghulen von Underworld? Und schließlich mit den schrecklich entstellten Supermutanten, die die gesamte Innenstadt von DC überrannt haben? Gesetzlosigkeit, Schrecken, Mord. Sie sind allgegenwärtig. Dessen bin ich mir bewusst. Aber
Nicht mehr lange, geliebtes Amerika. Nicht mehr lange. Die Enklave wird in dieser großartigen Nation Frieden, Ordnung und Wohlstand wiederherstellen. Und wer gegen uns ist, wird entfernt. Für immer. Doch jetzt, geliebtes Amerika, muss ich lebewohl sagen. Denn es gibt viel Arbeit zu tun. Und die Enklave ruht sich nie aus. Niemals. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ah, das hört sich alles andere als gut an. Der Präsident ist nicht wirklich... Hier geht's nach Megaton. Ist nicht wirklich vertrauenserweckend irgendwie. Weiß ich nicht. Oh, ein Nuka-Cola-Automat. Mit 3 Nuka-Colas. Cool. Wir gucken uns jetzt hier mal noch ein bisschen um. Hier können wir noch ein bisschen in der Mülltonne wühlen. Mache ich privat auch öfter mal. Eine leere Brauseflasche. Ah ja. Hier haben wir noch Hinterbliebenheiten eines einst normalen Lebens. Hier in DC. Und in der Innenstadt herrschen scheinbar die Mutanten. Das heißt, wir werden dort auf keinen Fall auf gute Menschen oder auf gute Kreaturen treffen. Ich schätze mal, die Mutanten werden uns ablehnen. Sofern wir denn überhaupt jemals in die Innenstadt überhaupt kommen. Ah, da ist der Roboter wieder. Hey, das ist doch die Musik von Barney, oder? Von diesem pinkfarbenen. So, ich würde sagen, wir folgen einfach mal dem Weg hier. Nach Megaton. Ich weiß nicht, wo uns der Weg hinführt, ob Megaton gut ist oder eher nicht so. Aber wir werden es sicherlich erfahren. Wir bleiben erstmal ein bisschen auf dem Weg. Ich glaube, für abseits der Straßen gehen sind wir noch nicht gut genug. Ich sollte die Pistole auswählen. Was kommt da? Was bist du denn? Oh, scheiße, eine Ameise. Oh, fuck. Mistvieh. Okay, immerhin 5 EP. Und ein bisschen Ameisenfleisch. Das sind natürlich alles mutierte Kreaturen hier in dieser Welt, nach diesem Reaktoranschlag, nach diesem Atomraketenanschlag natürlich. Sind das hier alles mutierte Kreaturen und die sind richtig bösartig. Und wir sollten vielleicht Pistolenmunition sparen und erstmal aufs Luftgewehr zurückgreifen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sinnvoller. Ah, da hinten ist nichts, okay. So, und da unten sind wieder Leute. Da ist irgendeine Giftplörre. Und wo kommen wir hier hin? Was ist das hier? Das ist Megaton. Jawohl, das ist Megaton. Da oben haben wir einen Aussichtstypen, da unten ist ein Roboter. Wenn der uns angreift, ist sowieso vorbei. Und wen haben wir da? Wir quatschen erstmal mit dem... mit dem Typen hier, alter Schwede. Was? Mickey. Können Sie mir helfen? Ich brauche Wasser. Aufbereitetes Wasser. Bitte. Was ist das für ein Ort? Eine Art Stadt? Das ist Megaton. Was ist los mit Ihnen? Haben Sie in einem Loch gelebt oder was? Megaton kennt doch jeder. Wir haben genug Wasser da drin, aber Sie geben es nur den Ansässigen oder den Leuten, die dafür bezahlen können. Der gute Mann braucht also Wasser. Was für ein Wasser brauchen Sie denn? Aufbereitet, hat er ja schon gesagt. Wir haben hier entkeimtes Wasser. Nein, suchen Sie Ihr eigenes Wasser. Nee, wir helfen dem Mann. Der hat uns ja nichts getan. Und er versucht auch nur zu überleben, aber warum helfen die ihm aus der Stadt nicht? Dann kann das ja eigentlich nicht so eine tolle Stadt sein, wenn die ihm nicht mal helfen. Wir geben ihm unser Wasser. Sie meinen, Sie wollen nichts dafür? Nein, wir wollen nichts. Gar nichts. Wir wollen nichts. Gratis? Nimm es. Ich bestehe darauf. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um zu helfen. Danke. Vielen, vielen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet. Gott segne Sie. Gerne doch, junger Mann. Viel Glück. So, ich glaube, ich packe mal die Waffe weg. Wir kommen ja in friedlicher Absicht. Boah, alter, Riesenameise, what the fuck? Was für ein Vieh. Dankeschön.
Wir sind hier einfach so willkommen. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht hier in die Hölle oder ins Verderben. Aber wir gehen auf nach Megaton. Wer bist du? Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Irgendwas sagt mir, dass sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Pff, schöner Hut, Pechmarie. Nein, schöne Sie Stadt. Sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Okay, Nachricht erhalten. Sie machen mir keine Angst. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nun ja, ich suche meinen Vater. Es ist in den besten Jahren. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Reden wir über diese Bombe da hinten. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Erzählen Sie mir mehr über die Stadt. Wir fragen ihn erstmal über den Bereich außerhalb von Megaton, weil es kann ja sein, dass wir hier gar nicht bleiben dürfen. Und da müssen wir ja Bescheid wissen. Das heißt nicht umsonst Ödland. Aber es gibt überall Siedlungen. Die Menschen sind eben dickköpfig. Im Südosten liegt River City, aber vergessen Sie DC, das ist Kriegsgebiet. Okay, dachte ich mir fast schon. DC ist komplett eingenommen, wahrscheinlich kämpfen da die restlichen Menschen oder irgendwelche Banditen gegen die Mutanten. Das heißt, da ist Ausnahmezustand, da überleben wir keine Minute. Oh, meine Stimme haut so langsam ab. So, ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Kein Problem. Was brauchen Sie denn? Wo ist die nächste Klinik? Waffenhändler? Eine Bar in der Stadt? Ich brauche etwas Ausrüstung. Wo ist hier der nächste Laden? Kann ich ein Bett mieten? Gerne. Okay, reden wir über was anderes. Reden wir über diese Bombe dort. Was gibt's da zu reden? Naja, weiß ich ja nicht. Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Vielleicht so? Damit die Stadt nicht in die Luft fliegt? Wer baut um eine Bombe bitte eine Stadt? Das ist doch vollkommen wahnsinnig. Eines Tages fliegt das Ding in die Luft. Eine Zeitbombe. Ich glaube kaum, dass einer der Ansässigen dazu imstande wäre. Außerdem merken die meisten Leute gar nicht, dass die Bombe eine Bedrohung darstellt. Und zur Hölle. Cromwell und diese Verrückten von der Kirche des Atoms verehren das verdammte Ding. Warum? Wissen Sie etwa, wie man das Ding entschärft? Ein für alle Mal? Nein, das nicht, aber ich kann mich darum kümmern, die Bombe zu entschärfen. Was auch immer. Ich habe sowieso nicht vor, länger zu bleiben. Ich hoffe, das Ding geht nicht während meines Aufenthalts in die Luft, aber... Naja. Würde diese Bombe explodieren, wäre der Welt viel geholfen. Ich weiß nicht, sollen wir uns darum kümmern, die Bombe zu entschärfen? Ich bin mir da nicht so sicher. Was auch immer, ich habe sowieso nicht vor, länger zu bleiben. Na komm, wir kümmern uns drum. Gibt bestimmt eine Belohnung und die Stadt ist vielleicht happy. Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. 100 Kronkorken? Für so einen Job? Alter Schwede. Ein Sprengstoffexperte kommt nicht billig heutzutage. Ich will 500 Kronkorken. Ich will kein Geld. Ich könnte es einfach nicht ertragen, Sie sterben zu sehen. 100 Kronkorken? Okay, ich sehe es mir an. Nicht mein Problem. Viel Glück, Sheriff. Versuchen wir mehr rauszuholen oder lassen wir es bleiben? Ne, wir geben uns mit 100 zufrieden. Das ist unsere erste Mission. Wir lassen es dabei... Ja, doch, ich glaube schon. Großartig. Dann tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Aber seien Sie vorsichtig. Die Kraft des Atoms. Okay, eine Hand wäscht die andere, Lucas Sims. Lieber Sims. Oder Lucas Sims. Wo ist eigentlich mein Vater? Ich erinnere mich an einen Fremden, der hier durchkam. Hatte so einen speziellen Blick. So einen, den man bekommt, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Hat einige Zeit in der Kneipe verbracht. Sprechen Sie mal mit Moriarty. Aber Vorsicht, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Na gut, na gut, na gut. Ich muss jetzt mal gehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Das sowieso nicht. Und wir sollen mit Colin Moriarty über unseren Vater sprechen. Der muss also wissen, wo es unseren Papa hingezogen hat. So, jetzt schauen wir mal. Hier geht's zum Sheriff und zum Saloon. Willkommen. Da unten geht's zur Klinik, zu Commons und zur Luxury. So, wen haben wir denn da? Hallöchen, junger Mann. Wollen Sie handeln?
Schauen Sie mal im Ach so, ein Siedler, okay. Alles klar. Oh, da sehen wir schon die Bombe. Die sollen wir also entschärfen, okay. Hier haben wir noch einen Megaton-Siedler, der macht nichts. Und da sind die Typen, die das Teil anhimmeln. Tauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Komplett alleine streifen wir durchs Wasteland von Fallout 3. Und in dieser Folge sind wir an eine kleine Kolonie gekommen. Und beim genaueren Hinsehen ist die gar nicht so klein. Wir sind nämlich in Megaton angelangt. Und die haben sich aus verschiedenen Schrottteilen quasi eine neue Existenz aufgebaut über die Jahre. Aber diese Bombe in der Mitte der Stadt, die wird doch nicht etwa noch zum Verhängnis. Ich bin mal sehr gespannt. Wir werden uns dem Ding auf jeden Fall mal annehmen. Und dann mal schauen, ob wir das Teil nicht entschärfen können, damit die Leute in Megaton vielleicht in Sicherheit sind. Oder jagen wir das Ding irgendwann mal hoch? Wer weiß. Vielleicht möchtest du das ja entscheiden. Schreib doch mal in die Kommentare, was du machen würdest. Bombe entschärfen oder Bombe hochjagen? Ich bin sehr auf eure Antworten gespannt und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuschaut, wenn es heißt Let's Play Fallout 3. Haut rein!